hier beginnt der Triathlon-Vlog. Regen und Stau, Nervfaktor 9 von 10. Und zum dritten Mal heute der Punkt, Abbruch. Ich fahre nach Hause. Nach der zähflüssigen, unendlichen Anreise waren wir jetzt auf der Suche nach was zu essen. Aber eigentlich will ich einfach nur nach Hause. Aber jetzt sind wir im schönen Städtchen. Keine Ahnung wo. Hier wird aber laut geschrien. So. Sind wir also bei Karl Wilhelm gelandet, hier in Kaprin. Und ich habe mich noch nie so fertig gefühlt vor dem Wettkampf. Der Tag war so unglaublich anstrengend. Bin mir nicht sicher, ob sich das gelohnt hat. Und wie gesagt, ich bin am liebsten schon einige Male nach Hause gefahren. Aber jetzt haben wir das hier alles gemacht. Und jetzt gab es noch den teuersten Teller Nudeln, den ich jemals gegessen habe. Und jetzt will ich eigentlich nur noch mich ins Bett legen und die schöne Beleuchtungsanlage mir zu Gemüte führen. Morgen früh sieht die Welt schon wieder anders aus. Raketenabwehrstation aktiviert. So, nach dem Frühstück bei Kavi und seiner Frau sieht die Lage schon wieder ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt auch ein bisschen Lust bekommen. Und wie ich soeben vernommen habe in den Nachrichten, sind die Relaut Brothers am Start. Das heißt, mit dem ersten Platz könnte es heute relativ schwierig werden. Davon lasse ich mich auch nicht abhalten. So, die Relaut Brüder könnten wir noch nicht entdecken. Allerdings den ersten der olympischen Distanz. Und jetzt haben wir hier unsere Startunterlagen abgeholt. In einer super eleganten Edeka-Tüte. Und jetzt versuchen wir hier noch ein bisschen das schöne Wetter zu aktivieren und holen das Material zum Einchecken. Die Kartoffeln gekocht, der Ingwer ist geschnitzt. Untenrum sehe ich schon nach Triathlon aus. Obenrum noch nicht. Jetzt Neo anziehen, klarkommen und los schwimmen. Das ist ein Video? Das ist ein Video. Leute, guckt euch den Menschen hier an. Florian Böcke, unglaublich. Hi, hi. Na, alles fit bei euch? Ein Star auf meinem Channel, unglaublich. Den gilt es zu schlagen und die Relaut-Brüder und dann kann ich eigentlich in Ruhe nach Hause fahren. Jetzt muss ich aber los, weil die Zeit drängt. Tschüss! So Freunde, erste Einschätzung, lief alles super, jetzt muss ich noch schwimmen lernen. 34 Schnitt auf dem Rad, 5er Schnitt beim Laufen, bin nicht ertrunken, kein Platten und keine Krämpfe beim Laufen. Also war echt hammermäßig, Fahrradfahren lief super genial, Laufen super genial, Schwimmen, das war irgendwie wie in der Waschmaschine. Hab zwischenzeitlich mehrmals die Orientierung verloren.
Jetzt gibt's Limo, Stefan Pizza und Meister. Bier. Und aus der Thomas Micklich. Das Zeug ist verstaut, die Karawane zieht weiter. Ich habe es geschafft, zurück nach Leipzig zu fahren, auch dieses Mal. Heute lade ich auf jeden Fall nicht mehr alles aus. Mit kommt nur die Maschine und die Pizza. In diesem Sinne, gute Nacht. Bevor ich gleich anfange, nochmal kurz das, also ganz kurz das Rennen zu resümieren, möchte ich gleich am Anfang nochmal Danke sagen. Danke, danke, danke an Magdalena, mein Herzblatt, die den ganzen Wahnsinn mitgemacht hat und mir eine große Hilfe war und mich super unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. Und auch danke an unseren kleinen Mitbewohner, der auch super mitgemacht hat. Und auch tausend Dank an meinen Vater, der extra 3 Stunden angereist ist. Die Nacht war wenig erholsam und kurz, aber immerhin konnte ich mich rasieren. Ja, ich will gar nicht so viel jetzt nochmal erzählen, nur nochmal ganz kurz. Schwimmen war super anstrengend, so hohe Wellen. Fahrradfahren ging mega ab, super Spaß gemacht. Laufen ging super krass voran und ich habe insgesamt nach dem Schwimmen 50 Plätze aufgeholt, habe jetzt eine Zeit von 4 Stunden 41, 14 Sekunden. Krass, habe ich vorher nicht erwartet. Also erster Punkt, konnte mich in allen Disziplinen verbessern im Vergleich zum Wasserstadt-Triathlon. Zweiter Punkt, ich hatte vorher so ungefähr 0 Bock, da mitzumachen. Ich habe ausgepackt, es hat geregnet, die stressige Anreise, dann dort die Parkplatzsuche, alles völlig verrückt und ich war irgendwie nicht euphorisch und hatte nicht so richtig die Lust, jetzt ganz viel aus mir rauszuholen. Und dann zack, plötzlich lief alles super gut und hat super Spaß gemacht. Ich habe mich mega wohl gefühlt, vor allem im Laufen. Ich bin da irgendwie geflogen. Das heißt, mit wenig Erwartungen kann man mehr erreichen. Und vor allem drittens, ich denke, dass aber auch die Vorbereitung auf der Insel Aero mir doch zu mehr Aero verholfen hat. Also Augen auf bei der Wahl des Urlaubsorts. Triabi macht erstmal eine kurze Sommerpause. Das heißt, jetzt erstmal Erholungswoche. Dann fahren wir nach Südfrankreich in Urlaub. Da werde ich wieder ein paar Aufnahmen machen. Und dann steht schon der Alpencross an, die Alpenüberquerung. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.